Tja, das muss Moose Wand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Einfach keine Schubladen. Möbel schleppen? Nein. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Corley Motors. Der ist leer. Hier schiebt man die Karte rein. Cool. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Kleinbus. Ach, Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen.
Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung.